Sekunden, aber. Jetzt geht's rein. Ach, Max, Pokémon Opening ist nicht so bald wieder. Ich würde jetzt sagen, vielleicht Ende Sommer, vielleicht mal wieder was. Ja. August werfe ich mal hier in den Raum. Ich denke, August ist realistisch. Ja, also doch, doch, August ist realistisch. Wunderbar. Hier nochmal den Kader optimal aufstellen. Ich könnte ich den auch einfach spielen lassen statt den Müller. Ja, passt. So, wunderbar. Wunderbar. Schauen wir mal, was passiert diese Saison. Komm schon. Oh nein. Perfekt. Trosso, moin. Was geht, Trosso? Ich bin hier gerade im Trümmerbruch. Och, schau dir das an. Es geht viel zu leicht. Geht viel zu leicht. Oh, einfach keine Gefahr. Noch nicht mal eine Chance oder einen Schuss gehabt. Boah. Boah, Trosso, was machst du gerade? Oh, jetzt habe ich aus Versehen Pause gedrückt. Habe ich denn jetzt Pause gedrückt? Ach ja. Was spielen die für einen Schrott zusammen hier? Ja, geht doch jetzt, aber komm. Perfekt.
gleich, die immer ausgespielt werden. Das fuckt mich ein bisschen ab gerade. Aber jetzt auch mal einen guten Angriff. Jawohl. Jawohl. Tenoland mit dem Ausgleich. Das finde ich sehr schön. Tenoland mit dem Ausgleich. Wird man jetzt auch nicht denken. Ja, komm, das ist ein 1-1, das nehme ich aber mit in einen Punkt, oder? Gibt's jetzt noch mal eine? Ah, nee. Das ist okay. Ein Unentschieden ist okay. Paul Lehmann wird ausgeliehen, das ist nicht gut zum FC Südtirol. Julius Kade. Nee, den behalte ich. Dich müsste es auch geben, ja. Dich müsste es auch geben, Trotzow, weil ich habe aus Versehen aktuelle Kader statt ursprünglich die Kader ausgewählt zu Beginn vom Erstellen von der Karriere. Und dadurch hat es halt den Bochum-Modus übernommen, sozusagen, wo alle von uns zwei Bochum sind. Also es hat diesen Kader übernommen, wo alle RFO-Leute als Spieler existieren bei Bochum. Warte mal kurz. Den muss ich eigentlich direkt anfragen. Ja, ich kann dich gleich mal suchen. Aber den muss ich erstmal holen, den Typen. Oha, der möchte sogar wichtig, der ist sogar gut. Boah, Tim hat einfach Schule. Der arme Tim. So. Was hat Noah Mbamba für ein Rating, ist jetzt die Frage. Er hat eine 68, oha. Nee, 67, aber trotzdem. Das ist okay. So. Wen habe ich hier noch? Oh, alles sonst. Der bringt nichts. Scott ist halt jetzt schon ein bisschen teuer, aber ZOM brauche ich, glaube ich, noch was. ZM brauche ich vielleicht auch noch was. Linksverteidiger, Innenverteidiger kann ich erstmal weglassen. Hier habe ich Rapid noch auf der Liste gesetzt. Also ich scroll hier erstmal nochmal das hier durch, ob hier nochmal was Interessantes aufgetaucht ist. Ja, Patrick Wemmer ist nicht so interessant, aber der vielleicht, nee, da hat kein Potenzial. Boah, 66er Torhüter mit 17 Jahren. Natürlich okay. Flügel bringen wir leider nichts. Okay, da bin ich durch. Dann suche ich dich mal. Da ist er. Mit einer 66. Du siehst aus wie die. Nee, ich sag's lieber nicht. Aber ich kann hier zweite Bundesliga, VfL Bochum. Wir sind nämlich abgestiegen, lol. Das ist sehr wichtig. Und hier sieht man. Hier, der, den kennt man, ne? Dann gibt's Schnitzel. Dann gibt's hier die Trosso. Red Panda, Melvin Schmidt, Rix, Gaming Toaster. Da gibt es noch Joxot hier irgendwo. Ja, Rabbit. Ne, Joxot hat gewechselt. Oh, moin, VROF1. Schön. Aber wo hat denn Joxot hingewechselt? Joxot hat einfach erste Saison direkt schon gewechselt. Ach so, er hat seinen Vertrag nicht verlängert. Er hat einfach seinen Vertrag nicht verlängert.
Ja, ich würde sagen, ich habe neue Rechtsverteidiger. Oder soll ich ihn mal freien Spieler lassen? Und wenn ihn keiner holt? Soll ich ihn freie Spieler lassen und erst holen, wenn bis Ende Transferphase keinen geholt hat? Weil vielleicht wechselt er irgendwo zu einem coolen Verein. Ach komm. Ich lasse es mal für den Moment. Also ich suche noch mal kurz. Trotzdem, du hast eine 66. Und ich mache jetzt kurz noch mal alle auf die Liste. Nicht scouten lassen, sondern einfach alle auf die Liste setzen. Damit ich ein bisschen verfolgen kann, wo wir so hinwechseln. Einfach, falls es mal endlich wechselt. Aber letztes Mal, als wir die Karriere gemacht haben, hat ja irgendwie keiner gewechselt. Und da haben wir uns ein bisschen aufgeregt, warum denn keiner wechselt? Das hat uns ein bisschen genervt. Und leider ist es halt jetzt schon zu spät, um ihn noch zu holen. Jetzt habe ich ja sozusagen schon die Absage gemacht. Aber ich kann ihn ja dann immer noch später holen. Ich habe auch das Gefühl, irgendjemand fehlt. Ach, auch Olisemi ist freier Spieler geworden, ne? Dann, wen gibt's noch? Warte, ich mach mal 16 bis 19 freie Spieler. Bin ich vielleicht raus, wer noch. Oh mein Gott, wie viel sind das bitte? Noch Deutschland zusätzlich rein. Yorkshire ist einmal hier. Ich glaube, er ist auch der Einzige, ne? Okay. Gut zu wissen, da habe ich mal alle auf der Liste. Mal schauen, was so passiert. Huch. Einmal zu viel Kraus gedrückt. So, Jugendstart, die sind alle am Scouten, das ist nicht gut. Was hatten wir hier noch? Innenverteidiger brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Boah, so einen alten freien Spieler, der ordentliches Rating hat, wäre natürlich auch geil. Als Backup. Ja. Der kann zählen von Rechtsverteidiger, der sieht richtig krass aus. Da muss ich eigentlich direkt mal delegieren. Ja, und ich kann den Rockstar immer noch holen in der Transferphase. Gut. Dann simulieren wir mal ein bisschen weiter. Oh. Aber der möchte Stammspieler haben, egal. Mal schauen, was er für ein Rating hat. Ist 67. Das ist aber ein bisschen wenig für Stammspieler mal lieber, ne? Und überall keine Angebote. Okay. Interessant. Also für den Moment bin ich halt wirklich gut aufgestellt. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, einen besseren Stürmer würde nicht schaden und einen richtigen ZM. Vielleicht auch einen anderen IV, weil Knipping ist, glaube ich, relativ alt. Also ein neuer IV wäre auch okay. Ach stimmt, ich habe einen Bamba geholt. Mit seinen 18 Jahren. So, hier mal schön sortieren. Also ich habe fast ein bisschen zu viel ZMs jetzt. Aber den kann ich zum Rechtsverteidiger machen. Kann ich bestimmt auch umformen direkt. Habe ich ein gutes Rechtsverteidiger-Pack-up?
erstmal so. Ist nicht ganz optimal. Aber mal schauen, was noch an Transfers passiert. Das ist ja mal das eine. Spieler ausleihen ist schon mal wichtig. Jetzt gegen Darmstadt mache ich schnell Simulation. Jawohl, das ist ein Sieg. Also Darmstadt schon mal geschlagen zu haben, ist schon relativ wichtig, ne? Kommt Magdeburg. Irgendein Transferangebot für Kammerknecht. Nee, den verkaufe ich nicht. Das ist mein Backup-Innenverteidiger. Den brauche ich noch ein bisschen. Es sind Young Boys wollen meine Innenverteidiger abkaufen. Nein. Böse. Es ist meiner. So. Vielleicht doch Oro und Dingens tauschen. Jawohl. Schnellsimulation. 1-1 ist auch okay. Flattern noch die ganzen Abschlussberichte rein irgendwann, ne? Linksverteidiger. Hansa Rostock, Hilfe. Was ist denn jetzt los? Kriege ich hier auf einmal die wildesten Angebote der Welt? Pazundaka zu Hoffenheim, okay. Sogar ein realistischer Transfer, habe ich das Gefühl. Das ist allerdings wieder ein Transfer, den ich in Erwägung ziehen könnte. Dann würde ich mir halt einen neuen Backup-Stürmer holen. Wäre auch kein Problem für mich. Aber nicht für so wenig. Schade. Malang-Sar wird zum Mainz ausgeliehen. Was ist das denn? Möchte wieder einer Meier kaufen. Wird zu Inter Mailand. Weiß ich jetzt nicht, was ich zu einem Transfer sagen soll, ne? Sind einige neue dazugekommen. Aber irgendwie sieht keiner davon so wirklich interessant aus. Außer der, aber da hat jetzt schon einen Verein gefunden. Oha, wer ist er da? Der hat immer ein großes Potenzial, der Bree. Der könnte mal noch auf die Liste setzen. Falls es bis im Winter nicht läuft, kann man den immer noch holen. Aber jetzt erstmal Transferzentrale. Ja gut, den brauche ich gar nicht mehr scouten, weil 700k Marktwert.
Den kann ich auch wegschmeißen. 1,8 ist aber noch ganz interessant. Habe ich das Gefühl. Und die Semi. Direkt ansprechbar. Den möchte ich natürlich. Heute habe ich erstmal keine Mühe. Die Oxford will ich direkt holen. Der hat sogar schon gleich viel Rating wie mein aktueller Außenverteidiger. Aber der Chilene ist gut. Den kann ich Ecks wie ihm eigentlich eh streichen. Kann mich mal um Gutierrez bemühen. Lichtung delegieren, ja. Harrison, die wollen ihn nicht verkaufen, schade. Dann haben wir noch Sessa, der gerade dorthin gewechselt, was auch immer das ist. Ja, die beiden lasse ich mal noch auf der Liste. Scott, ja, es bringt alles gerade nicht so viel. Ich könnte ihn hier noch kontaktieren oder aber noch ihn hier kaufen oder erstmal abwarten. Ich glaube, abwarten ist das Schlauste. Ich kann auch immer noch im Winter was kaufen. Mal schauen, dass die anderen Transfers sicher mal über die Bühne gehen. Genießt die Ruhe der Natur. Jan hat eine Sprachnachricht gestellt. Interessant. Perfekt. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Also, falls du noch da bist, kannst du mir ja kurz gleich noch ein bisschen was. Oh ja, die haben beide angenommen. Joxford wird Stammspieler. Joxgott ist jetzt auch am Boot. Joxgott ist im Boot. Aber ich habe eine kleine, in Anführungszeichen, Regel eingebaut. Habe ich mir noch gesagt, falls du überhaupt gerade noch da bist und es mitbekommst. Ich habe mir gesagt, alle unsere Spieler, also alle Pros, die ich erstellt habe, die jemanden aus der Liga symbolisieren, hole ich vielleicht als freie Spieler, warum auch immer, wenn die irgendwie verfügbar wären, aber sofern ein Angebot für die reinkommt, nehme ich das an und lasse die wieder gehen. Weil man dann auch noch ein bisschen schauen kann, wo die Leute so rumbummeln. Das interessiert mich nämlich schon, mal zu sehen. Wo denn so ein Joxgott oder ein Olisemi landet in so einer Karriere langfristig, wenn er doch mal die Chance bekommt, in der Gegend rumzureisen. So, jetzt ist. Semi kann halt leider aktuell keinen Stamm spielen. Außer ich würde Kader raussetzen. Aber Kader ist auch noch relativ jung. Müller und Moreau eben auch und Batista Meier halt auch. Aber Olisemi ist ein gutes Backup in der Mitte. Boah, mir gefällt der Kader eigentlich echt gut. Talent, also das ist mir auch aufgefallen. Stürmer müssen nicht unbedingt krass Tammy Abraham haben zu. Bayern, okay. Okay.
Der hat schon mal eine 66, auch gut zu wissen. Tammy Abraham zu Bayern. Muss man auch erstmal verkraften, ne? Jetzt habe ich schon wieder zu schnell gedrückt. Di Lorenzo ist noch zu Rennes. Oh, diese Top-Transfers, ne? Was? Ødegaard wechselt zu Liverpool. Leao zu Paris. Abraham zu Bayern. Carlos Soler zu Neapel. Skriniar zu Chelsea. Romero zum Menu. Lol, der ist von Tottenham zu Bergamo gewechselt letzte Saison und jetzt zu Menu. Guardiol zu Tottenham. Okay, wer ist denn er? 70 Millionen zu Arsenal, ja. Kostic war zurück bei Frankfurt und geht jetzt nach Rom. Sakaki zu Inter. Digga, was sind das für Transfers, die man hier. Moin. Moin. Warte mal. Ja, ich bin zu faul, das auszusprechen. Ich sag mal Coco Chess. Den Rest bin ich zu faul zu lesen. Moin. Was geht? Ey, diese Transfers sind. Nuno Mendes zu Dortmund. P. Ja. Kroos zu Menu. Chillig. Wessen mir? Geht zu Bergamo. Korea zu Dortmund. Thiago zu Barca, okay, das macht noch einigermaßen. Fofana zu Atletico. Foyth zu Bayern. Also wirklich, diese Transfers. Varane zu Leipzig. Ich habe alles gesehen. Ich habe jetzt offiziell alles gesehen. Biernli einfach nur, okay. Biernli. Ja. Findest du es auch realistisch, dass Varane zu Leipzig wechselt? Malen zu Atletico Konaté. Ja, das sind ja ein bisschen realistischere Transfers hier. Ach so, Gündogan zu Real Madrid. Okay. Macht Sinn, ja. Nee. Alles gut. Lo Celso zu AS Monaco. Thomas Müller zu Juventus Turin. Thomas Müller zu Juve. Ach, ich lasse es besser. Ich lasse es besser, mir diese Sachen anzuschauen. Und zeig dir mal den Kader. Der ist bisher noch nicht ganz so krass. Vorne drin der Doppelsturm sind zwei selbst erstellte Spieler. Ich habe ganz vergessen, ich habe vor irgendwie 3 Monaten oder so mit ein paar Kumpels eine Karriere gemacht, wo wir uns selbst erstellt haben. Und die haben halt in dieser Karriere auch existiert. Und die waren unterdessen freie Spieler und die habe ich darum auch mal aufgegriffen. Ja. Der Rest ist auch eigentlich alles so eine Mischung zwischen neu generierten Jugendspielern oder random freien Spielern, die ich geholt habe. Ich glaube, der einzige, der von Beginn an hier war, war Elas. Ich meine, der war schon länger hier. Meier, glaube ich, auch, ja. Die haben sich auch gut entwickelt. Aber sonst ist hier, ja, sonst sind hier noch ein paar Leute, die ich mir geholt habe. Zum Beispiel Bury habe ich mir gekauft. Das. Auch ganz okay. Aber es ist jetzt für zweite Liga schon noch ein bisschen schwach verhältnismäßig. Ich hoffe einfach, dass die Entwicklung reinhaut. Das ist eigentlich aktuell meine Hoffnung, ist die Entwicklung, dass die krass wird. So, dann lasse ich mal die Uhr runterlaufen. Alter, passiert nichts mehr. Ja, das war's, glaube ich, mit dieser Transferphase. Gut. Damit ist der Sommer vorbei. Jetzt kann ich noch mal ganz kurz schauen, wie lange meine Jugendscouts noch unterwegs sind. Oh. Erster, erster. Okay, ja. Dann kann ich gemütlich in den Winter simulieren. Theoretisch, aber ich gehe mal. Vielleicht kommt er gleich noch irgendwann Pokal.
Ja, Pokal gegen Mainz, da gehe ich mal hin. Das schaue ich mir die normale Simulation dann an. Unentschieden gegen 1860, schade. Die wurden in der dritten letzte Saison Meister und sind wir aufgestiegen. Dafür Unentschieden gegen Schalke, okay. Niederlage gegen Hoffenheim, gegen Hannover, Hilfe. Sieg gegen Pauli, okay. Braunschweig müssen wir jetzt eigentlich auch noch kommen, bitte, Jungs. Unentschieden schon wieder. Gegen Greuther. Nie, Mann. Das tut weh. Okay. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Das war jetzt nicht so erfolgreich bisher, aber der Verein ist glücklich mit mir. Okay. Das ist ein krasser Jugendspiel. Nochmal einer. Gleich zwei krasse Talente. Der hat einen ordentlichen Marktwert, den kann man trotzdem mal mitnehmen. Ja. Hier wird nix. Der ist ganz okay. Ah, jetzt habe ich eine zu volle Jugendschmiede. Warte, den kann man bestimmt umformen zu was Offensiven. Auch mal zum Profi bevor. Der hat direkt eine 61 schon, lol. Der ist krass. Den kann ich auch mal zum Profi befördern. Oh ja, den kann ich bestimmt zu einem ZOM machen. Von den Stats her. Jawohl. So, warte, den kann ich freigeben. Den hier auch. Zu viel Dribbel müsste halt was offen Flügel machen eigentlich. Ja, oder auch ZOM. Okay. Jetzt hier erstmal ein bisschen Jugendspielermanagement betreiben. Der kann irgendwie gar nichts. Ja, das macht auch bei dem keinen Sinn mehr. Dem macht es auch ihnen keinen Sinn und den, ja, macht auch keinen Sinn. Der hier genauso nicht mehr. Da ich auch nicht. Okay. Haben wir mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Die muss ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Den könnte man auch mal noch mitnehmen. Der Rest ist definitiv uninteressant. Schauen wir noch das letzte Scouting-Update an. Vielleicht kommt er hier nochmal. Oh, Potenzial ist ja nicht so gut, aber Marktwert nehme ich mit. Ein ordentlicher Marktwert. Oh, das ist es. Das ist ein Ultratalent. Der ist auch okay. Oh, da unten kommt noch mal einer. Der jetzt. Torwart. Oh, ja, schade. Bisschen Pech gehabt mit dem Marktwert. Der hätte deutlich besser sein können. Aber erstmal einen Tag weiter. Und dann die ganzen neuen. Ja, okay, der ist auf jeden Fall krass. Der muss einfach verteidigen lernen. Das ist der mit dem hohen Marktwert. Ja. Der ist vielleicht sogar als Innenverteidiger ein bisschen besser. Die kann man auch zum ZOM machen, oder? 4 Wochen. Rechter Flügel, 2 Wochen. Ja, dann machen wir rechter Flügel draus.
Da einfach den besten Entwicklungsplan draufhauen. Passt. DFB-Pokal gegen Mainz. Macht eigentlich auch keinen Sinn, da groß rumzuspielen, das verliere ich. Ist halt so. Es ist, wie es ist. Im Pokal brauche ich mir gar keine Hoffnungen zu machen, das war von Beginn an klar. Entwicklung aus. Ja, Ela 1 hoch, Kader 1 hoch, Batista 1 hoch. Ja, das passt. Das passt soweit. Jetzt gegen Waldhof Mannheim. Die sind ja auch mit uns aufgestiegen, stimmt. Und das gibt eine Niederlage. Aua. Aua. Ich möchte gar nicht wissen, wer das in der. Ja. Aha. 12 Spiele, 12 Punkte. Ich meine, das ist alles noch richtig eng. Mit 18 Punkten wäre man Fünfter. Bochum führt gerade krass an. Schalke nur auf 6. Aua. Sieht es im DFB-Pokal aus? Und irgendjemand. Bayern fehlt. Bayern ist gegen Freiburg rausgeflogen. Elfmeterschießen. Chillig. HSV ist rausgeflogen gegen Hannover. Sonst. Oh, Köln ist gegen 1860 München rausgeflogen. Aua. Stuttgart gegen Union rausgeflogen. Bremen gegen Hoffenheim. Ja. Das ist in der ersten Stufe schon jemand krasses raus. Nee. Ja, doch, Bochum. Tut auch ein bisschen weh für die, dass sie schon raus sind. Und jetzt kommt das Spiel gegen Bochum. Ja, das wird eine Niederlage, das weiß ich. Das weiß ich, dass das eine Niederlage wird. Oben. Urs-Peter wird mal wieder ein Talent gefunden. Also die Jugendscouts, die bringen echt schon einiges ran. Muss man auch mal anmerken. Was die treiben, ist echt krass. Schauen wir mal, was wird gegen Bochum. Wäre schon wichtig, jetzt zu punkten. Ich bin auch mal gespannt, wer denn bei denen gerade auf dem Platz steht. Warte mal. Es spielen eigentlich nur die Stammspieler sozusagen. Also es spielt keiner von den erstellten Leuten. Das ist schade. Und jetzt führen sie. Schade. Kommt schon, Jungs. Jawoll! Jawoll!
Ach Jungs, Konzentration. Nicht schießen lassen. Konzentration nicht schießen lassen. Und dann ist Halbzeit. Aber es sieht bisher ganz okay aus, das Spiel. Also wir sind jetzt nicht viel schlechter. Sind eigentlich auf einer Höhe bisher, hätte ich gesagt. Ah. Das wäre jetzt die Chance gewesen, aber der geht natürlich am Tor vorbei. Schade. Und jetzt gibt's einen Konter, ne? Nee. Es gibt andere Richtungen Konter. Aber der wird unterbunden und es gibt nicht mal Gelb. Ah, schon wieder so eine gute Chance. Wir sind besser im Spiel als Bochum. Wir sind einfach besser im Spiel als Bochum. Das muss man wirklich anmerken. Wir hätten jetzt die 3 Punkte verdient in diesem Spiel. Genau. Und dann schießen sie natürlich das Tor. Und das ist der Punkt, wo ich dann eingreife. Ich lasse mich hier nämlich nicht scammen. Ach, es ist so schwer. Die spielen schon echt gut. Die Ausdauer ist halt auch tot bei meinen Spielern, bei Paar. Da muss ich dringend mit den Entwicklungsplänen wissen arbeiten. Vor allem hier. Bei ihm muss ich nachsetzen. Und bei Dings auch. Digga, was ist denn? Komm, zumindest das Unentschieden noch rausholen, hallo? Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Einfach nur lächerlich. Jetzt ein Spiel gegen Nürnberg. Die nächste Niederlage.
Ja, es gibt einen Direktabstieg. Könnte ich jetzt schon sagen. Was wären die Ziele? Mittelfeldplatz, ach so. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Das kann's doch nicht sein. Warum sind die plötzlich so scheiße? Es hat so gut losge so gut begonnen. Gegen Bochum war eigentlich die ganze Zeit besser gewesen. Regensburg, Jungs, bitte. Ich bitte euch. Immerhin wieder ein Punkt. Nächstes Spiel gegen Holstein Kiel. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Jetzt haben die dieses Spiel einfach selber gespielt, weil die einfach zu dumm sind, was zu reißen. Jetzt einfach letzter. So lächerlich. Nochmal simulieren. Dann kann man immerhin noch ein bisschen eingreifen. Wesentlich besser. Und da ist das 1-0, let's go. Batista Meier kommt, Jungs, das wird der nächste Sieg. Das wird der erste, nee, der dritte Sieg dann die Saison. Hauptsache zwei Schüsse, aber null Chancen, aber doch ein Tor. Jetzt aber eine Flanke. Ah, jawoll! Schon wieder Batista Meier. Der ist krass. Batista Meier, da ist es. Das ist das Geheimrezept hier auf Dre in Dynamo Dresden. Hier in Dresden ist einfach Geheimrezept Batista Meier. Oh nein. Hat denn die 25? Meier, da hat sich gerade ziemlich leicht ausspielen lassen, muss man auch mal sagen. Oh nein. Der Torwart ist so schlecht. Also er macht schon viele Paraden, aber er macht die ganze Zeit Abwurffehler. Immerhin hält er die Bälle.
Und jetzt 3:0 mit einem Konter. Komm schon, Batista Meier, du kannst das. Ah, trotzdem gut. Oh ja! Tinola mit einem 3:0. Das Spiel ist nicht mehr in Gefahr. Ich kann zum Ergebnis springen. Das bleibt 3:0. Wunderbar. So, jetzt aber erstmal kurz in die Teamzentrale. So. Entwicklungspläne passen jetzt auch wieder.
Let's go, da kommt direkt ein Angebot rein. Boah, wenn ich den teuer verkaufen kann. Ich bin nämlich nicht wirklich ein krassen Torhüter. Oh, 2,6 für den. Nehme ich sowas von mit. So, ich brauche einen guten Torhüter. Vielleicht ist er direkt schon einer für die Kategorie. Rami, Eli, Racing Eli und Francisco Macedo. Aber nur 65. So wie ich das sehe. Schau ich erstmal hier nochmal rein. Hier ist er dann. Also hier sind teilweise echt die komischsten Leute. Oh, der sieht interessant aus. Was stimmt, Racing Eli oder Dings? Weil das sind halt jetzt schon eigentlich viel zu teuer. Sieht's aus, in der Jugendakademie habe ich da einen Torhüter? Ja, stimmt, ich habe einen Torhüter. Aber erstmal ein bisschen umformen. Amarillo. Boah, der ist krass. Der wird das neue Top-Talent. Ich habe nichts gesagt. Das ist das Top-Talent. Digga, was ist das denn? 91 bis 94 Potenzial. Der hat leider sein Potenzial schon verloren, aber das ist ein guter Backup. Der hat auch eine 68 direkt als Flügel. Finde ich gut. Sven Müller. Ja, weg mit dem. Brauche ich nicht mehr. Weg mit Sven Müller. Da sind wir an der Transferphase angekommen. Huiuiui. Jetzt wird's abgehen.
Sag ich, wie es ist. Jetzt wird's abgehen. Acht Sachen. Buchen hat so auch nichts zurückgeholt, lol. So, Jugend-Scouting-Bericht verfügbar, heißt es der letzte Scouting-Bericht. Nur noch die guten rausziehen, der Rest wird automatisch gelöscht. Boah. Ich glaube, ich ziehe den erstmal raus. Versuche ihn zu verleihen. Den Rossi. Den kann ich weggeben. Den auch. Zu wenig Potenzial. Zu wenig Potenzial. Nicht so viel Potenzial, den kann man direkt hochziehen. Die beiden könnte theoretisch noch was werden, aber wahrscheinlich eher nicht. Gut. Ich warte noch 2 Tage, bevor ich sie wieder losschicke, weil dann kommt noch mal ein Scouting-Bericht. Da kommt noch mal einer. Jetzt ist Becker wirklich verkauft. Okay. Also Argentinien hat mich echt enttäuscht bisher, was die erste Scouting-Serie angeht. Stimmt, erstmal Rossi. Ne, nicht Taktikvorlagen. Rossi erstmal. Ach Mann. Ich klick immer falsch. So, Teamzentrale habe ich gesucht. Ich muss nämlich Rossi erstmal auf die Liste setzen und ich brauche wirklich einen neuen Torhüter jetzt. Den kann ich verkaufen, schön Geld machen mit einem Jugendspieler, wer kennt's nicht. Puh. 60 Millionen als Freigabesumme, ja komm. Den kann ich echt verkaufen. Könnte ich auch gut mal verleihen noch. Ich glaube, der stört tatsächlich mehr. Ah, ne, warte, ich muss ihn nicht ver. Verleihen. Ich kann dann doch vielleicht zum Linksverteidiger einfach machen. 38 Wochen. Aber der hat 7 Wochen. Ja, dann wird der halt zum Linksverteidiger. Da habe ich nämlich da auch wieder 2 sinnvolle, weil den habe ich aktuell verliehen. Da habe ich schon noch ein paar Talente, aber die sind alle verliehen. Gut. Dann müssen wir jetzt die Scouts wieder losschicken.
Komm, ich will noch ein bisschen Geld machen. 1,2 wollen die zahlen, das ist mehr, als ich erhofft hätte. Komm schon. Was bin ich lesend? Mail, die archiviere ich mir. Ein paar Sachen hier, die kann ich wirklich löschen, aber die eine Mail, die will ich wirklich archiviert haben. Wer ist denn? Ah, sehr gut. Weg damit. Jetzt habe ich direkt Cash. Nein, Sven Müller ist nicht gegangen. Ich sehe kein Geld bei Sven Müller. Der ist schon wieder nicht einig geworden mit denen. Verdient er irgendwie zu viel hier oder was? War immerhin den für 1,7 verkauft bekommen. Ist auch schon mal was. Ist schon mal ordentlich Geld. Ich höre, jetzt ist Olli Semi noch ausgeliehen, kann das sein? Ich glaube, das müsste Olli Semi sein. Der jetzt wirklich ausgeliehen wird. Komm schon, jawohl. Eusebi, 2 Jahre zu Prager. Finde ich auch nice. 2 Jahre kann er sich schön entwickeln. Oh nein. Hatte ich nicht. Ah, warte, Erzell aber nicht, aber Inter Mailand Angebot. Boah. Inter Mailand möchte mich kaufen. Soll ich das zulassen? Soll ich mich an Inter Mailand verkaufen? Okay, ich werde nicht verkauft.
Ach. Sonst hat da von Bochum noch keiner Angebot. Ja. Ich bräuchte halt einen. Boah, der wäre halt schon interessant, ne? Kann man auch noch mal Verpflichtungen delegieren. Schauen, was passiert. Wenn ich Mika kriegen würde für 7. Das wäre natürlich schon geil, wenn ich den kriege. Racing Eli wäre etwas krasser, aber okay, warte mal. Habe ich hier irgendwas, was was wert ist? Oh, ich müsste wahrscheinlich. Oh, ich könnte Rossi eintauschen, aber der ist eigentlich viel zu krass dafür. Matthew Smith, komm. Um 3 Millionen. Ich glaube, ich ziehe die gerade über den Tisch. Warte mal. Oh, perfekt. Moin, Tim. Ich bin im Jahr 2023 im Sommer. Nee, ich bin im Winter 24. Januar 24. Ich bin eineinhalb Saisons drinne. Und der hat einen Marktwert von 7 Millionen. Ich zahle 2,8 plus ein Spieler, der 2,5 kostet. Das gibt 5,3. Also ich krieg Mika mit einem Marktwert von 7 Millionen für 5,5 Millionen ungefähr. Ziemlicher Stil, wenn du mich fragst. Also die werden jetzt wirklich gescammt. Bochum wird so über den Tisch gezogen. Die verstehen auch gar nicht, was mit ihnen passiert. Ah, die haben halt noch. Ja, das ist echt eine gute Frage, warum Torhüter immer so billig sind. Weil halt die Stürmer machen die Tore, aber Torhüter sind halt auch wichtig eigentlich. Die haben. Okay, Bochum hat halt noch Racing Eli, der mit einer 73 chillt. Aber trotzdem. Für einen 71er Stürmer müsste ich ungefähr 10 bis 12 Millionen zahlen. Und für den zahle ich jetzt 5,5. Das ist schon krass. Das ist schon. Krass. Muss man einfach mal anmerken. Ich habe übrigens gerade für meinen. Also, ich habe. Es gibt ja einmal OG Master und einmal Silas Hug, weil ich nochmal neue Spieler erstellt habe, damit jeder auch bei der Nationalmannschaft spielt. Weil es Schweiz hier in FIFA einfach nicht gibt. Frag nicht warum. Und der hat vorhin ein Angebot von Inter Mailand bekommen, das habe ich auch abgelehnt. Ja, und hier sieht man. 42.000 Euro Wochengehalt. Mit A71 chillt der jetzt bei Barcelona. Schnitzel ist immer noch bei Bochum. Rix auch. Red Panda bei Bochum. Gaming Toaster. Gurke. Trosso. Rabbit und Eli. Ja. Das sind alle noch dort. Das ist schon krass. So, warte jetzt erstmal auf Teammanagement. Rumble kommt jetzt ins Tor. Sonst habe ich mir ja nichts geholt. Also das ist gerade meine Aufstellung.
Das ist schon ganz okay für die Liga, finde ich, für zweite Liga. Zwei Stürmer mit Talent. Bury stört vielleicht ein bisschen, weil er auch die ganze Zeit spielt. Aber naja, passt schon. Ja, Sami habe ich auch, aber der ist nur ausgeliehen. Der ist nur ausgeliehen. Der ist eigentlich immer noch bei Bochum. Den habe ich nur ausgeliehen. Weil ich kein Geld hatte, um ihn zu kaufen. Und jetzt will der nochmal Stammspieler werden. Aber da, ich nehme das jetzt einfach an, auch wenn er danach unglücklich ist. Auch wenn er danach komplett unglücklich ist, das ist mir egal, weil der ist jung und hat vielleicht Potenzial, den kann ich vielleicht noch verkaufen. Für schön viel Geld. Da stand auch Spielerwert 2,5 Millionen. Also wenn ich den für 2,5 Millionen wieder verkaufen kann, beschwere ich mich nicht. Hat sich gelohnt. Bisschen Geld ercheaten. Auch wenn es nicht wirklich ercheaten ist. So, jetzt muss ich aber die Moral ein bisschen boosten hier. Was ist denn da los? Rumblebee. Er wird dem Team sehr helfen. Unsere Siegchancen stehen gut. Ja. Wir werden Schalke. Wir geben alles. Wir demolieren jetzt den FC Schalke 04. Aktueller Tabellenplatz 15. Schalke ist aktuell auf 3. Ich würde sagen, easy win. Wir machen normale Simulationen und schauen mal, was passiert. Wir genießen mal das Spiel als Zuschauer. Ich sage, es wird ein 2:1 Sieg für uns. Die haben halt hier in FIFA einfach die ganzen krassen Spieler immer noch bei Schalke. Hat mich ein bisschen überrascht. Oh. Nein, kein Konter kassieren, Jungs. Jungs, konzentrieren, ja, stark. Batista Meier auf die Reise schicken, das ist die Meta hier. Ich glaube, der spielt ja auch in echt da, kann das sein? Batista Meier war, glaube ich, schon von Anfang an hier. Der ist echt krass. Kennst du den, Tim? Den Batista Meier? Vielleicht sagt ja der Name was. Oh, jetzt ist vielleicht eine Chance und das ist ein Pfostenschuss von Sami. Schon wieder Latte diesmal. Boah. Jetzt aber komm. Oh, jawohl. Da ist er. Wie gesagt, Batista Meier. Er ist der Beste. Fußballgott Batista Meier. Mika direkt mit der wichtigen Parade. Oh nein, Jungs. Kommt schon, Konzentration. Jetzt direkt wieder in Führung gehen. Jawohl. Tenoland mit dem Tor. Ja, Schalke. Tim, kennst du Batista Meier? Ich glaube, der war vor Beginn an hier. Weil der schießt verdammt viele Tore. Und macht auch Vorlagen. Der ist echt gut. Der ist bisher so ein bisschen die Club-Legende. Zusammen mit Elas, der hat er auch gut geleistet bisher als IV. Aber natürlich ewiger Rekord-Top-Torschütze von Dresden bisher. Ja, stimmt, ich kann schauen, wie lange er schon da ist. Oh ja, 13:0. Ich wollte gerade sagen,
Der hat auch schon ein paar Tore geschossen. Das ganze Offensivtrio hat jetzt hier ein Tor. Das ist auch cool. Die sind alle gleich gut. Oh. Jungs. Konzentration da hinten, Jogscout. Kommt schon. Ja, Held ohne Heldendaten. Oh nein. Oh nein! Das war ein Bemba. Jetzt muss ich eingreifen. Jetzt muss ich eingreifen. Das kann ich nicht zulassen, dass dieses Spiel verloren geht. Na, nochmal hinten rum. Ab durch die Mitte. Ach, zu kompliziert. Komm, Batista Meier ist durch, oder? Renn, Batista. Renn schon. Komm, renn. Nein! Nein, warum? Jetzt aber. Müller! Außennetz. Zeit für Buri. Buri der Burrito. Jetzt wechseln die Bülter ein. Oh ja, und das ist Burry und er nutzt den Fehler aus. Das ist der Siegtreffer. Das ist der Siegtreffer. 4 zu 3. Legt Tinola nochmal einen nach. Nein, er legt drüber auf Batista Meier. Der spielt nochmal hinten rum. Müller. Wieder Batista Meier. Schade. Aber 4 zu 3 gewinnt Dynamo Dresden dieses Spiel gegen Schalke. Let's go. Wichtiger Sieg für die Moral. Jetzt schaue ich in der Teamzentrale nach, genau. Aber zuerst noch Interview nach dem Spiel. Bei einem neuen Team hat man so die. Hä, Mika war gar nicht so schlecht heute. Besonders. Das Team ist das da. Genau. Das hatte mit Glück nichts zu tun. Ganz klar. Ganz klar verdient. Verdienter Sieg. So, Teamzentrale. Batista Meier. Ja, ist halt 2022. Tatsache. Das ist einer der OGs hier. Genauso wie Scheffler. Mit dem soll ich mal einen Vertrag verlängern. Der hat in der ersten Saison. Ah, perfekt. Hat keine Verlängerung genommen. Vielleicht hier nochmal das Gehalt ein bisschen aufpolieren. Ja. Ja, hier, der Tinola ist nur ausgeliehen. Genau. Aber ja, er ist wirklich von Anfang an dabei. Das ist gut zu wissen. Bei Blacher könnte ich den Vertrag auch verlängern, aber der juckt mich nicht. Und Tino dann ist halt nur ausgeliehen, genau. Und jetzt kommt direkt Darmstadt. Ja, 2 Jahresleihe. Das finde ich sehr schön. Der hat nämlich ein gutes Potenzial. Ziele gefährdet. Juckt mich nicht. Boah, das wird aber echt eng in der Tabelle gerade. Komm, Darmstadt schlagen wir bitte, Jungs. Unentschieden, ach egal. Unentschieden ist besser als verloren, aber
mit einzelnen Punkten kommt man nicht weit. Naja, besser als gar nichts. Wer wechselt denn jetzt? Ach, die Zweijahresleihe, die durchgeht. Jawohl. Oh, jetzt ist Deadline Day. Wir hatten so gewechselt diesen Winter. Lukas Verisma zu Juve. Ja, das sieht alles noch ganz okay aus. Lindström zu Wolfsburg. Jetzt beginnen die Faxen. Southampton hat 45 Millionen für einen IV. Okay, von mir aus. Dembélé zu AC Mailand. Okay, ja. Jetzt, wo die natürlich mich gekauft haben, brauchen sie Dembélé nicht mehr. Interessant. Ja, Kunja zu Man City. Ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Neves zu Leverkusen. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ob das der richtige Transfer ist? Neves zu Leverkusen. Ja, und jetzt kommt noch mal ein Angebot, ja dann. Der kann ja gar nicht mehr durchgehen. Wenn man sich hier so anschaut, was da passiert ist. Camavinga zu Leicester. Timber zu AC Mailand. Okay. Ist noch okay, dann der Rest hier ist aus dem Sommer noch. Oder? Lol, Milinkovic-Savic zu Atletico, ja. Der Rest ist aber aus dem Sommer. Warte, jetzt muss ich den einen. Ach, stimmt, Mendes zu Dortmund. Ganz wilde Sachen, die hier abgehen. Korea auch zu Dortmund. Na, erstmal den Transfer Deadline Day abschließen. Und jetzt geht's weiter. Transferangebot für Kader, den verkaufe ich aber nicht. Müller. Jetzt wollen die mir schon wieder irgendjemanden andrehen. Ja, Alvarez zu Wolfsburg, okay. Warte, das war gerade bei mir gestanden. Julian Alvarez zu Wolfsburg? Das habe ich gar nicht gesehen. Oder ist das ein anderer Alvarez gewesen? Ja, es müsste schon Julian Alvarez gewesen sein, ne? Ach, also manchmal sind diese Transfers echt komisch. Manchmal passieren da komische Dinge. Manchmal passieren komische Dinge. Nicht immer, aber manchmal. Ich habe da echt schon wilde Konstellationen gesehen. Ah, perfekt, 2:0 Niederlage. Boah, das wird ein Abstieg. Das wird ein Abstieg, sage ich dir. Hansa Rostock ist auf 16. Tschüss. Hansa Rostock. Ahahaha. Imagine, du bist Hansa-Fan. Ah, die Griechen sind alle scheiße leider dieses Mal. Ich habe gehört, jetzt kommt ein richtig krasser Schweizer. Oh ja, Noah Mayer ist interessant. Der Rest ist leider auch unbrauchbar. Boah, aber Julian Alvarez zu Wolfsburg. Das ist schon nicht mehr realistisch, sage ich mal. Ich bezweifle, dass wir das in echt mal sehen würden. Ganz ehrlich, würde nicht passieren. Der muss aber offensiv spielen, der Bre hier.
Der hat Stats für den Flügel. Ah, das kann er nicht, perfekt. Kann ich den direkt wieder rausschmeißen? 85 ist zu wenig. Das hier auch. Die beiden sind sehr interessant. Den hätte ich vielleicht jetzt in der Transferphase schon holen sollen. Warte mal. Der heißt genau gleich wie ein Kumpel von mir. Ach, wie geil. Davon muss ich jetzt erstmal ganz kurz ein Foto machen. Die beiden kamen jetzt neu. Ja, der müsste wahrscheinlich auch Flügel machen. Der Brie. Der ist auch eher ein Flügelmensch. Aber der hat ein gutes Dribbling. Doch, der muss Flügel. Komm. Ich believe in dich, dass du das kannst. Oder ZOM. Wäre noch besser. Ramon Paredes zum IV machen. Auch eine Option. Jawohl. US Peter. Alberto Machado. US Lehmann, Digga. Was sind das alles für Namen hier? Boah, da kann er gar nichts wegen seiner Arbeitsraten. Ja, Leihangebote finde ich immer gut. Ist mir auch egal, wohin ich meine Spieler wegleihe. Oh, die haben echt Bock. Ja, endlich mal wieder ein Sieg. Irgendwann auf Discord geschrieben. Jetzt los. Wer hat mir denn geschrieben? Erstmal gegen Heidenheim schnell simulieren. Kommt schon. Bitte, Jungs. Okay. Was soll ich sagen? Was, Bruder, was soll ich sagen, Bruder? Irgendwann nervt es halt auch mit den Unentschieden, ne?
Also gut, weiter geht's. Lass mich nicht runterkriegen von dem 1-2-1. Punkt ist Punkt. Punkt ist Punkt. 68 München ist hinter mir. Die werden jetzt wegdominieren. Kommt schon, Jungs. Jawohl, 3-1 Sieg. Batista Meier, Doppelpack von Sami. Ist okay. Das gefällt mir. Seit Mika da ist, läuft es deutlich besser. Mika carried. Unentschieden, aber wie gesagt, oh, schon wieder Batista Meier und Sami. Ach, wie geil. Batista Meier ist es einfach. Er könnte gefühlt Top-Torschütze der Liga sein. Oh mein Gott, was sind das für Leute hier? Wieder zwei Riesentalente. Jawoll, schon wieder Batista Meier. Ich bestelle mir gleich ein Trikot von dem. Gegen St. Pauli kommt schon, Jungs, das schaffen wir. Perfekt. Nächste Niederlage. Läuft nicht so. Läuft nicht so hier. Joel Baumann möchte. Wer ist denn das? Der Torhüter, ja, komm. Weg mit dir. Den muss ich leider freigeben. Ja. Okay.
Mal schön ein bisschen durchgucken. Der, was hat er für eine Physis? Der ist auch besser als IV geeignet, oder nicht? Ja, anscheinend ist er wirklich Stürmer. Muss sich aber Knipser machen bei ihm. Wunderbar. Ich habe alles durchgegangen. Gegen Hansa. Also das muss jetzt eigentlich wirklich ein Sieg sein, Jungs. Bitte. Bitte, Jungs. Lass mich nicht im Stich. Jawohl. Batista Maya. Und Sami. Das ist wirklich krass, wie viele Tore die beiden machen. Kommen wieder die Scouting-Updates reingeflogen. Der letzte könnte. Nee. Leider alle uninteressant. Zweites Update. Sehen, glaube ich, alle uninteressant aus. Schade. Nur Schmutz hier. Vielleicht ja immerhin hier nochmal was Krasses. Ja, nur der letzte sieht wirklich interessant aus. Der hat immerhin Potenzial. Der nicht und der auch nicht wirklich. Schade. So, jetzt gegen Sandhausen. Ein Punkt vor ihnen sind wir aktuell. Kommt schon, Jungs. Das schafft er. Bitte, Jungs. Jawohl! Sami Nolan, aber Maya mit Rot. Maya mit einer roten Karte. Ah, das tut weh. Das ist ein Problem. Maya mit Rot, das ist ein Problem. Jetzt kann ich hier nochmal all meine Spieler durchgehen von den Entwicklungsplänen. Irgendeinen habe ich doch umgeformt. Genau der hier. Ich glaube, das passt mir. Oh, der kann noch einen anderen Entwicklungsplan vertragen. So.
Okay, das passt. Das passt soweit dann auch wieder mit Entwicklungsplänen. Holstein Kiel, wo sind denn die auf 9? Nur 3 Punkte vor mir. Kommt, Jungs. Ich believe in euch. Ich believe in euch, dass das funktioniert. Ich believe. Kommt schon, Jungs, ich will ein Tor sehen. Perfekt. Genau das, was ich nicht sehen will. Fast. Da wäre er fast durch gewesen. Komm, Junge, das ist so traurig. Die hatten schon 7 Schüsse, wir noch nicht mal einen. Ah. Cool, wir hatten einen Schuss. Ja. Nee, da muss ich kurz zwischengrätschen. Da muss ich ein bisschen mitmachen hier. Das lasse ich nicht zu. Wie hier in Kiel untergehen. Ah, ja. Der kam leider nicht gut. Der Pass war dumm. Sandhausen führt 2:0 gegen Hansa. Ah, fast das Tor. Leider knapp vorbei. Jawohl! Sandhausen führt jetzt schon 3:0 gegen Hansa. Ah, und das ist der Ausgleich von Tinoland. Jawohl! Also, ich glaube, Hansa steigt ab in die dritte. Ich glaube, das ist so gut wie sicher. Jawohl, ich glaube, sie waren auf 16. Also, sie könnten auch noch Relegation.
mich irgendwie retten. Und das 2-1 durch Kader. Let's go. Spiel gedreht. Das war Kader sein erstes Tor diese Saison. Wild. Oh, und was hat er denn Doppelpack draus gemacht? Aber jetzt kommt Batista Meier. Boah. Batista Meier macht er natürlich. Und Batista Meier ist bei wie vielen Toren die Saison? Würde mich jetzt auch interessieren. Und da auch noch die Einblendung. Ja, wir warten kurz auf die Einblendung. Tor. So, nur Tor. Ah, fast auch noch Herrentor. Tinolan möchte vielleicht auch 3-1 machen, aber Ugi-Masa braucht auch mal wieder Tore, sonst sinkt das Potenzial. Tinola ist ja nur ausgeliehen. Das bringt mir gar nicht viel, wenn der gut performt. Jetzt aber. Nein! Gehalten! Wie viel Lack wollen die noch haben? Die haben ja wirklich ein Holzbein. Aber ein glückliches Holzbein. Okay, das war jetzt lost von mir. Der Pass ging ja wirklich einfach nur auf den Gegner. Jetzt aber komm. Jawohl. Doppelpack draus machen. Wie meinst du, in 24 Stunden in der Zeit durchgespielt? Du hast alle Menükarten, jede einzelne und alle Meilensteine und alle Lizenzen und. Glaube ich dir nicht, dass du alles hast. Also ich glaube dir gerne, dass du die Menükarten durch hast bis zu einem gewissen Punkt, aber auch nicht alle. Weil ja, dann müsstest du ja noch 27 verschiedene Autos gefühlt kaufen. Leider Niederlage gegen Wallhof, das tut weh. Nur die Kaffeemission. Ja, aber auch nicht alle. Niemals alle. Weil da gibt es ja 45 Stück oder so. Ich bezweifle, dass du 45 Menükarten gemacht hast an 3 Rennen. Das werden ja ungefähr 120 Rennen. Jedes Rennen geht 10 Minuten, dann wären es 1200 Minuten. Das wäre. Das wären. 20 Stunden, ja, okay. Ein Tag in 24 Stunden Ingame-Zeit, okay. Es macht schon Sinn, ja doch. Weil das wären ungefähr, wie ich gerade ausgerechnet habe, um die 20 Stunden Fahrzeit. Ja. Ja, okay, aber darum geht es ja jetzt nicht, dass du kein Leben hast. Das ist jetzt mal irrelevant. Also,
mit 24 Stunden Spielzeit, also es muss ja nicht 24 Stunden also am Stück sein, sondern mit 24 Stunden Spielzeit kann man die schon schaffen, ja? Habe ich jetzt auch gemerkt. So, haben wir noch irgendwas Wertvolles bei uns rumliegen? Irgendwie nicht so. Leider kann ich mir Tenoland nicht leisten. Also der wird uns am Ende dieser Saison wieder verlassen müssen. Das ist das Spiel, das sollte ich sagen. Ja, okay, das ist nicht mein Problem dann. Junge, Tenoland mit einem Doppelpack, der ist so gut, aber ich kann ihn nicht holen. Ich kann ihn nicht halten, besser gesagt. Das tut weh. Und Eusebi, weißt du, was ich geil finde? Ich habe aus Versehen ja hier bei der Karriere den Speicherstand geladen, wo wir alle als Spieler bei Bochum waren. Und du und Joxot, ihr habt eure Verträge einfach nicht verlängert und wurde nach der ersten Saison arbeitslos und ich habe euch gratis geholt von den freien Spielern. Joxot spielt jetzt auch Stamm bei mir, du nicht. Weil ist halt zu schlecht. Ja, genau. Sami ist nur ausgeliehen. Leider. Und jetzt kommt sogar das Spiel gegen Bochum. Da bin ich mal gespannt, wer bei denen so spielt. Ich habe den Mika abgekauft. Also Rubber. Und das Geilste ist, ich habe die alle in der Transferzentrale markiert. Racing Eli, Rabbit, Trosso, Gurke, die entwickeln sich alle krass. Game Toaster, Rapanda schon auf einer 75 Ricks, Schnitzel und ich wurde einfach von Barcelona gekauft. Ich wurde einfach für 7,5 Millionen von Barcelona gekauft. Und mittlerweile verdiene ich schon 68.000. Das ist wild. Das ist einfach wild. Du kannst mir wirklich sagen, was du willst, aber das ist geil. Und damals in der Bochum-Karriere, wo wir versucht haben zu gucken, wo die Leute hinwechseln und wo die am Ende landen, da hat es nicht funktioniert. Da hat es einfach nicht funktioniert. Da kamen keine Angebote. Und jetzt ist nach einer Saison bin ich schon gewechselt. Sozusagen. Oh, genau. Ich bin der neue Messi. Der Prä hier ist ein richtig krasses Talent irgendwie, aber leider nicht zu holen. Den bin ich, brauche ich nicht mehr. Den kann ich jetzt auch streichen von der Liste. Ja. Bei Scott habe ich kurz überlegt, ihn zu holen. Der ist aber mittlerweile auch schon zu teuer. Ja, ist jetzt so, wie es ist für den Moment. Oha, du hast tolle Leistungen gezeigt. Danke, Sami. Der möchte sogar einen dauerhaften Wechsel. Oh, der Arme. Er will hier bleiben, aber er muss zurück. Schnitzel mittlerweile in der Startelf. Genauso wie Rabbit. Schnitzel und Rabbit haben es in die Startelf geschafft bei Bochum. Digga, was macht denn Smith dort? Digga, was ist denn das für ein Mittelfeld? Smith steht einfach random auf dem Platz. Ah, komm schon, Jungs. Unentschieden immerhin. Unentschieden nehme ich mit. Unentschieden nehme ich mit. Boah, das ist okay. Ein Unentschieden ist okay. Es ist schon Mai, lol, warte, die Saison ist zu Ende. Vielter wurde ich in der Tabelle. Elfter. Ja. Mit Elfter bin ich zufrieden. Bochum ist Meister geworden und steigt auf. St. Pauli auch. Schalke auf 3.
Schalke muss Relegation spielen und runtergehen. 1860, die wurden letztes Jahr Meister. Jahn Regensburg und Hansa in den Relegationen. Interessant. Wer hat den DFB-Pokal gewonnen? Gladbach? Hannover. 1860 war im. Die haben im. 18. Digga, was ist denn hier passiert? Hannover haut Frankfurt raus. Okay, interessant. 1860 gewinnt gegen Sandhausen, nicht allzu wild. Gladbach gegen Mainz, ja, okay, das macht noch alles Sinn hier. Viertelfinale. Hannover haut Dortmund raus. Und 1860 haut Leipzig raus. Digga, was ist denn hier passiert? Moin, Schnitzel. Lieber Schnitzel, ich muss dich leider enttäuschen. Hansa muss gegen Saarbrücken Relegation spielen, gegen den Abstieg in die dritte Liga. Und die Champions League, Arsenal gegen Chelsea im Finale. Euroleague, City gegen United, okay. Ah, Digga, was ist denn? Euroleague Halbfinale. Paris, Man City und Real Madrid, Manchester United. Interessant, oder, Schnitzel? Digga, was sind denn hier für Mannschaften in der Euroleague? Was ist denn das für eine Euroleague? Das ist eigentlich Champions League. Das ist doch keine Euroleague mehr. Was hier rumgurkt. Was war denn in der Champions League los? Schnitzel, du bist dabei als Spieler. Du bist rechter Flügel bei Bochum. Ja, du bist gerade Meister geworden mit Bochum. Ja, okay, es sind trotzdem gute Mannschaften. Viktoria Pilsen. Was war denn hier in den Gruppenphasen? Ist da irgendwie. Okay, Real wurde in der Gruppe Dritter. Wegen Direktduell gegen Pilsen wurden sie nur Dritter. Paris. Auch eine wilde Gruppe. Wegen Direktduell und dann Tordifferenz ist Paris raus. Die Euro runter. Leipzig auch so. Bayern auch hier. Ja, okay. Und was ist in der Conference League? Bergamo gegen West Ham. Ja, okay. Das sieht dann schon wieder eher nach einer Conference League aus. Mit Frankfurt dabei, lol. Twente Enschede, Rapid 1923. Waren hier auch Schweizer Mannschaften dabei? Ah ja, aber Dritter geworden in der Gruppe. Vierter geworden in der Gruppe, schade. Austria Wien auch Vierter geworden. Basel hat sogar die Gruppe gewonnen. Aber dann gegen Celtic verloren, ja, okay. Und jetzt ist Europameisterschaften. Da spielt vielleicht auch der eine oder andere schon. Bei Deutschland, Kroatien, Niederlande in einer Gruppe. Das wäre lustig. Ja, du bist besser als Olisemi, das ist richtig. Olisemi spielt nämlich leider bei mir. Und hat einen 68 oder so. Und du bist schon in der 70er Range. Du bist auf jeden Fall in der 70er Range. Warte, ich schaue nochmal ganz kurz nach für dich. Transferzentrale. Racing Eli gibt es einmal, dann gibt es Rabbit, Trosso, Gurke, Toaster, Red, Rix, da bist du. Und da bin ich. Und ich spiele bei Barcelona und verdiene schon 74.000 in der Woche. Tschüss. Ah, einfach Jackpot. Bochum hat 7 Millionen bekommen für den. So, jetzt zeige ich dir kurz Olisemi. Der ist. Ah, stimmt, ich habe ihn zu Prager verliehen. Stimmt, ich habe ihn zu Prager verliehen und er ist jetzt extrem krass gestiegen im Rating. Das ist krass. Boah. Joxko kriegt auch einen besseren Vertrag. Ja, kann man nicht wissen, alles gut. Muss man nicht unbedingt wissen. Mache ich dir auch keinen Vorwurf, dass du das nicht gewusst hast. Bramble, genau.
Ja. Atomkraftwerk, du hast es erfasst. Schauen wir mal, was noch passiert diesen Sommer. Vielleicht passiert noch mal was. Jetzt gehe ich aber erstmal auf Spielerstatistiken. Zweite Bundesliga. Top-Torschütze von uns. Tenodland mit 17 Toren. Batista Meier hat nur 12, okay. Aber bei Vorlagen. Oha, ich mit 7 und Müller mit 7. Vielleicht ist hier sogar. Vielleicht bist du ja sogar dabei irgendwo. Nee, leider nicht ganz. Dann, was gibt's noch? Ohne Gegentore. Dresden nicht mal dabei. Zwei Spiele, okay. Dann, was gibt's noch? DFB-Pokal, juckt nicht. Nee, nicht Champions League, Euroleague. Das interessiert mich. Hat Olisemi was gerissen bei in der Euroleague? Hat er überhaupt groß gespielt? Wahrscheinlich nicht. Schaue ich doch mal kurz in die Champions League rüber. Habe ich überhaupt gespielt? Weil man kann ja auch Teamstatistik machen. Dann gehe ich jetzt nämlich auf die Champions League und gehe auf Barcelona. Nö, kein Einsatz. Schade. Warte, ich bleib direkt hier. Dann kann ich ja die Europameisterschaftsteams anschauen. Europameisterschaft. Wer spielt denn bei Kroatien? Ach, noch keine Statistiken. Noch gar keine. Schade. Österreich ist nicht mal dabei. Armer Olisemi. Mit Platz 11 ist die Saison ganz okay abgeschnitten, finde ich. Abgeschlossen. Junge, jetzt macht Sami schon wieder Faxen. Ich kann ihn nicht mal kaufen, weil ich zu wenig Geld habe und er muss zu Bochum zurück, aber er beschwert sich bei mir über sein Gehalt. Das ist schon lost. Das schafft auch nur ein Sami. Zu schlecht, zu schlecht. Oh, der ist gut. Er ist zu schlecht. Der ist auch zu schlecht, aber der wäre ganz okay. Schauen wir kurz durch, wer hier alles wieder am Verkacken ist. Also das ist eine krasse Maschine. Das ist eine richtig krasse Maschine. Der hat eh fast kein Potenzial mehr, den kann ich auch direkt hochziehen. Den kann ich direkt freilassen. Du hast mehr erwartet. Von was hast du mehr erwartet? Ach so, von der Watchtime, ja. Ist nicht so hoch. Er ist okay, auslaufende Spielerverträge von mir aus. Schau mal die Watchtime von Rakitos nach. Das würde mich interessieren. Olisemi hat viel geschaut. Das ist stark. Olisemi ist halt wirklich der wahre Supporter Nummer 1. Hat er recht, das hat er nämlich mal gesagt, er sei Supporter Nummer 1.
So Vorwerksturniere auswählen, das ist immer cool. Ja, ich nehme das hier. Meistes Geld ist immer gut. Und jetzt bin ich gespannt, wer denn abgestiegen ist in die zweite Liga. Ich habe ganz vergessen, internationale Ligen nachzuschauen. Wer ist denn jetzt hier unten bei uns? Hansa hat es geschafft, in der Relegation zu gewinnen. Der HSV ist wieder da. Oh, Schalke hat es nicht geschafft in der Relegation. Schalke hat verkackt. Also der HSV ist wieder da. Und dann nochmal wer. Aber ich rate gerade nicht wer. Wer noch abgestiegen ist. Gegen wen habe ich denn nicht gespielt letzte Saison? Gegen Bielefeld. Ich glaube, Bielefeld war in der ersten. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, gegen Rest habe ich gespielt letzte Saison. Oder KSC? Ist der gerade aufgestiegen? Was auch immer. Was auch immer. Ab der Saison achte ich ein bisschen mehr drauf. Verein anpassen kann ich überspringen. In der Saison wird es keine Änderungen geben erstmal. Ganz vergessen, Sami. Tut mir leid. Du bist gar nicht mehr hier. Nerv mich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Transferbudget ich denn habe. Vielleicht kann ich mir Sami doch noch kaufen. Boah, da wurde auch richtig viel. Oh, 11 Millionen, let's go. Das ist big. Ich kaufe mir jetzt 10 Monate. Ich kaufe mir jetzt Tenorland. Ich kaufe mir jetzt Sami. Sami Bonani. Ich kaufe ihn jetzt. Jawohl. Schnitzel, freust du dich, wenn ich Sami kaufe? Da musst du nicht mit ihm spielen in einer Mannschaft. Bochum ist jetzt wieder erstklassig, ne? Krass, krass. Ich habe einmal Saronix nicht mehr auf meiner Liste, merke ich auch gerade. Hat zum Glück noch nicht gewechselt. Und jetzt kommt eben Sami. Ach so. Zack. Ohne Diskussion, ich brauche einen Stürmer. Den kann ich ja nicht von Barca abkaufen, 14 Millionen, es wird Sami. Dann bin ich eigentlich top ausgerüstet für eine nächste Saison, zweite Liga. Muss da nicht mehr viel ändern. So, erstmal über den Tisch ziehen. Ich biete 8,2. Boah, das wird eine zähe Verhandlung. Ich gehe mal hoch auf 9,2. Ah, okay. Das war einfacher als erwartet. Mit 9,2 bin ich zufrieden. Guter Preis, diese 9,2. Guter Preis. Very guter Preis, diese. Und du kriegst 10k, weil du cool bist. Und da ist Sami. Let's go. Okay, bisher sind keine Angebote unterwegs. Aber 10 Monate ist jetzt wieder weit riesen. Das finde ich sehr schön.
Ich habe auch nicht so viel, warte. Dann nehme ich den noch mit auf die Bank. Ich habe auf jeden Fall zu viele ZOMs. So, jetzt wird erstmal ein bisschen abgesahnt hier. Alle, die 17 sind, werden genommen und dann auf die Liste gesetzt. Nein, nein, nein. Ah, hier. Dachte schon kurz, er ist weg. Alle 17 sind oder krass sind, so wie der hier, befördern und gleich ohne Diskussion auf die Liste setzen. Vielleicht den erst nochmal zum LV umformen. Wir schauen, dass er ordentlich was trainiert. Der bringt gar nichts. Der muss eigentlich Stürmer werden. Vielleicht nicht Stürmer, sondern ZOM. Der muss Stürmer werden. Das ist das neue Stürmertalent. Der muss irgendwas bisschen seine Defensive verbessern. So. Jetzt kommt Scouts neu losschicken. Ich gucke erstmal auf meine Finanzen. 3 Millionen Budget. Okay. Das heißt, der wird auf jeden Fall wieder in die Schweiz geschickt für 6 Monate. Der darf mal nach Spanien für 6 Monate. Und den werde ich jetzt erstmal feuern. Und mir dann bald einen besseren holen, sobald ich einen sinnvollen habe zur Auswahl. So gehen wir jetzt in die Saison rein. Transferangebot für den rechten Flügel. Nee. Aber stimmt, das erinnert mich daran, dass ich die alle auf die Transferliste setzen müsste. Gut. Auch die, die von Line zurückgekehrt sind. Olisemi entwickelt sich echt stark. Das finde ich krass. Wie Olisemi sich dann Port. Oh ja, Potenzial etwas Besonderes zu werden. Let's go. Der kann da gar nichts mehr. Dann kann man den auch mal verkaufen. Der darf auf die Leihliste. Ach, der kann eigentlich gar nichts. Da könnte ich ihn echt verkaufen. Hier auf jeden Fall beide Leihliste. Ja. Das passt doch.
nochmal Entwicklungspläne überprüfen, dass alle wirklich einen optimalen haben. Natürlich nur im begrenzten Rahmen optimal. Beim Torhüter macht es natürlich keinen Sinn, wenn die Stats ungleichmäßig verteilt sind. Oh, eine Woche. Ich glaube, der hier bringt ein bisschen mehr. Dauert schon immer lange, da alles durchzugehen. Oh. Aber es lohnt sich auch. Weil wenn sie schneller steigen im Rating, kann man sie eher vielleicht gewinnbringend verkaufen. Das passt soweit. Das passt jetzt wieder soweit. Der möchte unbedingt weg, dann kann man den auch mal einfach verkaufen. Die ganzen Spielerchats lege ich mir nicht durch, weil das ist alles nur, oh, danke, dass ich auf der Liste bin. Stream Elements hat nur 3 Stunden mehr Watchtime als Raclette Toast, ne? Das fällt mir auch erst jetzt auf. Das habe ich ganz übersehen, dass du das reingeschickt hattest. 6 Tage, 6 Stunden, ja. Das ist schon einiges. Da merkt man halt, dass gefühlt 5 von 6 Streams von mir einfach nicht angeschaut werden, weil das ist dann meistens halt hier, Dingens. Das ist dann einfach meistens, wenn ich zum Beispiel Liga-Rennen habe. Das schaut sich keiner an. Da bin ich 90% der Zeit halt nur mit meinem Kontrollstream drin. Aber es ist mir auch egal. Weil das Ganze geht ja mir einfach nur darum, ich streame, um eine Aufnahme davon zu haben. Dementsprechend stört es mich dann auch nicht, wenn da niemand zuschaut. Aber jetzt ist es manchmal schon frustrierend, wenn man dann halt was streamt wie eine Karriere. Ja, Hansa hat Relegation gewonnen, die sind geblieben in der zweiten Liga. Die sind immer noch in der zweiten.
Heißt, ich kann jetzt die Saison zweimal abschießen. Oder besser gesagt, Sami kann das. Nee, Digga, Frankfurt möchte Jaramillo mir abkaufen. Ja, hier. Ja, ein bisschen hochgegangen. Und zwei Ratings hoch. Das ist krass. Das ist das nächste Top-Talent hier. Interessant. Es kommt. Ah, oh, der direkt erster Spieltag gegen Hansa, Schnitzel. Erster Spieltag ist gleich direkt gegen Hansa. Oh. Ich verstehe mir noch nicht, wie die Vorbereitungsturniere dieses Jahr funktionieren. Aber naja. Leihangebot für Demetrio, das finde ich sehr schön. Am liebsten wären mir natürlich 2 Jahre. Weil dann kommen die irgendwann zurück und sind richtig krass. Und jetzt geht es erstmal ins Spiel gegen Hansa. Oh ja, 2 Jahresleihe. 2 Jahre nach Polen. Tschüss. Was wollen die mit Guy? Die wollen mir Guy andrehen? Nein, danke. Oh nein. Muss einen neuen Vertrag mit Moreau aushandeln lassen beim ZDM. Hat nämlich eine Freigabesumme leider letztes Jahr in seinen Vertrag reingeschrieben bekommen. Oh nein, ich kann es nicht. Scheiße. Jetzt verliere ich den ernsthaft an Schalke. Da brauche ich einen neuen Sechser. Das ist ein Problem. Jetzt erstmal gegen Hansa. Komm. Komm schon. Digga. Ich verliere gegen Hansa. Es ist unglaublich. Mann. Schnitzel hat Auge gemacht. Böser Schnitzel. Oh nein, bitte nicht. Das ist es. Das ist der Abgang von dem, oder? Für 12 Millionen. Nee, das ist die Laie erstmal. Oder? Ja, das ist eine Laie. Okay. Das finde ich okay. Nein! 12 Millionen. Och nein! Och nein! Och nein! Ach Mann! Noch mal irgendjemand mein ZM kaufen? Nein, ich verkaufe den nicht. Boah, jetzt brauche ich noch einen ZDM. Jetzt habe ich aber ein massives Problem. Ich brauche einen ZDM. Trosse oder Gurke? Was sagst du, Trosse oder Gurke? Wen soll ich holen? Trosse oder Gurke? Sind beide erstmal ein Downgrade, aber auf lange Sicht natürlich okay. OP. Oh, okay, das ging einfach. Für 9,5 würde ich den natürlich mitnehmen. Ach, Trosse wollen sie eh gar nicht verkaufen dort. Oder ist das jetzt nur, weil ich Gurke ihnen abkaufe? Jetzt wollen sie Trosse gar nicht mehr verkaufen, weil ich Trosse am Kaufen bin. Ah, okay. Aber ist gut. Nee, sie wollen trotzdem nicht mehr verkaufen, weil ich Gurke am Kaufen bin, was auch immer. Dann hole ich mir jetzt Gurke.
Ein da. Welcome to the Club. Belvin Gurkenworks. Wunderbarer Transfer. Ist natürlich schon ein bisschen Downgrade. Aber wirklich auf lange Sicht ist das okay. Auf lange Sicht kann ich mich über diesen Transfer nicht beschweren. Das ist mal klar. So, jetzt habe ich noch 4 Millionen Budget. Warum kann ich mir doch Moritz Hackl holen? Den schicke ich jetzt nach Brasilien für 6 Monate. Wunderbar. Ah, direkt Übereinkunft gefunden. Finde ich gut. Boah, direkt plus 5 beim Rating, das ist big. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Saison ausgehen wird. Ich wäre irgendwie froh. Ich will uns auch mal schauen, was das Ziel ist. Direktaufstieg, Digga, ist das euer Ernst? Aber das ist plötzlich niedrig, das Ziel. Jetzt ist Markenpräsenz wichtig. Zwei Spieler, deren Nationalität dem Verein nicht entspricht. Ja, das ist easy. Boah, das ist auch easy, das schaffe ich bestimmt. Und hier, also das ist egal, ich muss ja einfach zwei Rentenspieler kaufen, im Winter am besten dann. Weil jetzt habe ich, glaube ich, kein Geld mehr. Ja, also zwei Spieler holen, die aus einem anderen Land kommen. Perfekt, das ist das Einzige, was ich machen muss. Zwei Spieler verpflichten aus einem anderen Land. Krass. Krasses Ziel. Ach, das ist ein Deutscher, perfekt. Hier direkt den ersten. Verpflichtung delegieren. Einfach mal 5000 bieten. Der wird schon unterzeichnen.
1000 bieten, der wird schon unterzeichnen. Der hat ganz interessante Stats. 3-4 bieten, das wird schon klappen. Der hat leider schon dahin gewechselt. Okay, die muss ich einfach verpflichten, weil der krassen Marktwert haben wird. So, jetzt vielleicht noch mal im zweiten Auftrag reinschauen. War gut. Ich habe 9 Stürmer. Vielleicht einen neuen ZM. Digga, was ist denn hier los? Also hier sind echt krasse Spieler unterwegs. Bei den freien Spielern. José Calderón. Einfach José Calderón. So, da geht's mal weiter. Mal schauen, wie viel davon annehmen. Angebot angenommen. Zack. Ein Spieler verpflichtet. Sechziger Rating. Schade. Aber ist okay. Oh, der Gott hat direkt aufgegeben. Also der ist richtig krass teuer. Anscheinend, da muss ich es nochmal versuchen. Der möchte mehr. Obwohl, ich glaube, wenn er mehr möchte, macht es keinen Sinn, weil er nimmt dann nur meinen Talenten den Platz weg. Hat ein nächstes Angebot angenommen. Diesmal ist er Deutsche. Ja, nehme ich aber trotzdem. Oh! Wie, wir haben die finanziellen Mittel nicht. Wie meint ihr das? Wir haben kein Geld mehr. Warum kann man nicht mehr hier den Geldregler anpassen? Das ging doch sonst immer, dass man Transfer- und Wochenbudget irgendwie auftaucht. Auf Dingst.
Es ist so kacke dieses Jahr. Ist richtig unübersichtlich geworden. Schon wieder Stillstand. Okay, Simon Arnold. Sehr gut. Das wird ja wohl über die Bühne gehen, jawohl. Den können wir uns leisten. Dahin. Da fehlt jetzt auch wieder das Geld. Aber jetzt habe ich ja eigentlich das Deal erfüllt mit zwei Spieler kaufen, die von einem. Oder Zeltfreispieler nicht erst kaufen. Auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal einen verkauft, da müsste ich auch wieder Budget haben. Ach, der ist jetzt erst über die Bühne gegangen, stimmt. Der war ja auch noch so. Edgar hat auf jeden Fall angenommen. Edgar. Aber ich mache jetzt erstmal Rojas fix. 67 stand da gerade. Ja, ist okay. Das ist okay, eine 67. Oh ja, und der ging auch noch fit. Ich habe Edgar bekommen. Was hat ein Eckkarl jetzt für ein Rating? 72, ja, das nehme ich natürlich gerne. Und Dinky habe ich jetzt auch wieder nicht das Geld. Dann wird der halt einfach manuell abgelehnt. Jetzt habe ich ein Angebot für Knipping, das kann ich glaube ich sogar annehmen, ne? IV habe ich mittlerweile auch genügend. Genügend Backups und alles. Den kann ich auf jeden Fall verkaufen. Aber vielleicht für ein bisschen mehr Geld. Jawohl. Frankfurt möchte mich kaufen. Ach, Junge. So jetzt wie bei normalerweise würde ich das gern annehmen, aber jetzt gerade für die Karriere nicht. Normalerweise wäre nicht spannend, wo die so hingehen. Ich habe jetzt für mich einfach schon zwei Angebote bekommen von Inter Mailand und von Frankfurt. Ist doch interessant. Und das, obwohl er nicht auf der Liste ist. Der hat jetzt leider schon einen Verein gefunden. Und bei den beiden hat es nicht geklappt. Bei den dreien. Oh, und jetzt ist er bei Union San Gilolülülülülülü. Okay. Ja, DFB-Pokal gegen Bayreuth. Kommt schon, Jungs. Pflichtspiel. Ja, das ist der Pflicht. Das war ein wichtiger Sieg. DFB-Pokal muss jetzt mal ein bisschen weitergehen. Also nur bis irgendwie Runde 3. Oder Runde 2. Also, Jungs, bitte. Auch in den nächsten Pokalspielen. Gebt euch Mühe. Tim Knipping zum HSV. Finde ich cool. Ja, Angebot für Lehmann, das ist auch wichtig und richtig. Ich direkt auf die 2 Jahre hoch. So, bisschen weiter. Jetzt kommt ein Spiel gegen Darmstadt, aber davor geht nochmal ein Transfer durch. Das müsste jetzt die Laie sein.
Vermutlich. Oder der Abgang? Nee. Muss eine Leihe sein. Ja? Ach nee, stimmt. Ich habe ja gerade Dinge verkauft, ja. Simon Forster. Okay, ein Preis. Also finanziell läuft bei mir. 2 Jahresleihe für Lehmann, das ist sehr gut. Ja, nehme ich mit. Mal meinen anderen Renten-IV abkaufen, den ich nicht verwende. Könnt ihr gerne machen. Die Startelf steht. Und die komplette Bank steht auch. Also ich habe ja nochmal eine ganze Bank dazu. Durch Ekdal, den ich jetzt so dazu geholt habe. Eigentlich auf jeder Position mindestens Doppelbesetzung. Das Einzige, was mindestens schwach besetzt ist, ZDM. Da wird es jetzt schon nicht schaden, nochmal was zu haben. Aber ja, das passt so halt. Oh ja, Sporting. Bitte leiht ihn aus. Und jetzt 2,8 bieten die. Ah, das nehme ich einfach an, da hat eh kein Potenzial mehr. Eigentlich. Jetzt kommt schon wieder ein Leihangebot. Diesmal vom SC Braga. Die wollen den nächsten von mir ausleihen. Die sind wohl mit Olisemi sehr zufrieden. Okay. Nochmal ein bisschen Kohle, das ist gut. Jetzt könnte ich mir theoretisch einfach noch einen richtig krassen Banger-IV kaufen auch. Weil ich jetzt ja doch nur noch 3, glaube ich, habe im Kader. Finanziell hätte ich 4 Millionen ungefähr. Reicht halt auch nicht wirklich für einen Banger-IV. Mit 4 Millionen. Also weil könnte ich mir zum Beispiel nicht mal Rabbit kaufen. Der ist schon ein bisschen teurer. Ja, 2 Jahresleihe. Nicht sehr gut. 2 Jahresleihe würde ich echt feiern bei dem. Geht erstmal was anderes durch. Oder ist das jetzt schon das? Ne, das ist noch Leber, genau. 2 Jahre zu Aqua oder so. Jetzt hat auch Prager zugesagt. Zu 2 Jahresleihe. Dann kann jetzt der liebe Jugendspieler selber entscheiden, was er will. Ist das Leihangebot diesmal für Berger? Das ist sehr schön. Oh, geil, fast 3 Millionen für den. Jetzt habe ich schon 7 Millionen Budget. Das ist geil. 7 Millionen Budget kann man echt viel machen.
Da kann man echt viel machen. Ah, 6 Millionen, was auch immer. Schauen wir mal. Hätte ich den aktuellen IV auf der Liste? Ja, eigentlich nur Rabbit. Und den anderen Random hier. Aber Rabbit könnte ich mir tatsächlich holen. Könnte ich mir gut vorstellen. Der wird dann einen Bamper auf die Bank setzen, sozusagen. Weil sich der besser entwickelt wie ein Bamba, aber dann ein Bamba entwickelt sich trotzdem noch relativ gut. Und da habe ich zwei mit ungefähr gleich viel. Guck, ich habe hier noch ein Bamba, dann Guterres und irgendeinen Renten. Jetzt muss ich aber überlegen, was ich den noch anbieten kann. Am besten noch den hier dazu, ne? Dann wären wir jetzt bei 7,3 Wert. Ah, das 7,1 Wert. Oh, und die wollen dann aber ziemlich viel Kohle. 5 glatt. Jawohl, 5 glatt. 5 glatt und einen freien Spieler, den ich mir vorhin geholt habe. Das ist doch ein guter Deal. So, da ist Rabbit. Here we go, Rabbit to Dresden confirmed. Ich weiß nicht, was Tim dazu sagen wird, aber Rabbit to Dresden confirmed. Ja, Schnitz mit dem Atomkraftwerk. Das hat mir jetzt gefehlt. War ganz langweilig ohne Atomkraftwerk, die letzten paar Minuten und Stunden, wie auch immer. Ich habe mir Rabbit geholt. Jetzt nimmt die Mannschaft echt Form an, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir. Muss ich Rabbit eigentlich nur noch einen Entwicklungsplan geben, einen sinnvollen? Mit Kühn vielleicht nochmal einen Vertrag verlängern? Entwicklungsplan 17. Ah, ich muss eigentlich den hier machen, weil das Pace muss hoch. Die Pace muss hoch. Elas kriegt jetzt auch noch mal einen neuen Vertrag mal. Ja, passt soweit. Sonst habe ich mir ja keinen geholt, oder? Doch, Gurke muss ich noch. Ne, habe ich schon. Stimmt. Habe ich schon angepasst. Höchstens bei den freien Spielern, aber die sind eh alle ziemlich unbrauchbar diesmal geworden. Ekta ist einfach ein Backup. Boah, das sieht aber geil aus jetzt. Ach man, immer diese Freigabesumme, es fuckt mich so ab. Wunderbar. Das kriegt er nicht. Hat er Pech gehabt, so wichtig ist er mir nicht. So, jetzt bitte mal einen Sieg einfahren, Jungs.
Perfekt. Erstmal gegen Braunschweig verlieren. Nach dem Transfer-Deadline-Day werde ich so hart in den Winter reinskippen. Werde nochmal ganz kurz Jugendakademie überprüfen, ob da noch irgendwas Wichtiges rumliegt. Und dann skippe ich in den Winter. Oha. Doch noch mal ein Leihangebot reingeflogen. Es kam noch mal ein Scouting-Update. Die nehmen die Zweijahresleihe an. Gut. Was hat denn der Scout gefunden? Ja. Zwei Leute, die vielleicht was können. So, bitte Jungs, jetzt muss mal ein Sieg her. Schon wieder unentschieden. Boah, ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Die Mannschaft hat sich verbessert seit dem letzten Jahr. Aber trotzdem gegen alle immer noch nur unentschieden. Barella für 131 Millionen zu Barca. Brozovic zu Bayern. Ja. Paqueta zu Liverpool, okay. Das geht sogar einigermaßen. Nein, ich verkaufe ihn nicht. Nein, ich verkaufe den nicht. Szoboszlai gerade irgendwo hingewechselt. Evanilson zu Leverkusen, ja. I see. Und das ist die Leier von Urs Lehmann. Den könnte ich halt wirklich verkaufen, theoretisch. Oh, eigentlich wollte ich Zweijahresleihe draus machen, aber jetzt ist es Kurzleihe geworden. Hä? Habe ich falsche Richtung gedrückt oder hatten die eine Zweijahresleihe angefragt? Oh. Aua. Habe ich gerade so hart verkackt?
Jetzt ist da nicht so eine Zwerphase durch. Jetzt kommen natürlich noch mal zwei Leihangebote rein. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Außer das mit Gang könnte vielleicht noch durchgehen, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, es war zu spät. Zack. Es ist rum. Stillstand. Bla bla. Jugendmannschaft. So. Jetzt wird geschaut, ob ich davon noch ein Jahr nicht verlieren darf. Als ich nicht verlieren darf, ist eh noch nicht mal 16. Der wäre auch schade, aber der ist auch erst gerade 16. Der Bre kann auch kurz zum Stürmer werden. Jetzt habe ich wieder 37 Innenverteidiger und die kann ich auch nicht alle brauchen. Er ist halt nicht gut vom Potenzial. Der Bre bringt auch nichts mehr. Da bringt mir auch nichts mehr. Berger kann man aber auch mal hochziehen. Ja, das einzig Schade wäre jetzt, wenn Michel geht, aber das ist auch nicht so wichtig gerade. Gut. Kalender. Ich spiele einfach im Pokal gegen Bochum. Was ist denn das? Bochum verfolgt mich. Dann direkt zweimal kurz hintereinander gegen Kiel. Oh, das sieht sogar ganz gut aus von den Ergebnissen. Pokal gewonnen im Elferschießen, jawohl. Ich habe jetzt nämlich gerade ein bisschen auf Discord gechillt, kurz ein bisschen Sachen gelesen. Okay, erstmal die Angebote checken.
Leihangebot. Jetzt habe ich schon wieder kurz Leih draus gemacht. Hä? Ach, ich drücke wirklich immer in die falsche Richtung. Mal ein Transferwunsch. Bla bla, Leihangebote. Der, die Maus fuckt mich so ab. Warum backt sie sich immer zurück in die Mitte? Boah, der ist weg. Der könnte was sein. Ja, der ist auch ganz okay. Der ist auch ganz okay. Vielleicht. Es sieht schon nicht so interessant aus bisher gerade. Der könnte ein bisschen was sein. Ah, der Rest ist, glaube ich, Müll. Der einzige ist der letzte, der könnte vielleicht was sein. Nee, sei auch nicht. Noch mal kurz reinschauen. Hier ist, glaube ich, gar keiner irgendwas. Außer der 54 bis 66er. Oh, der ist auch. Der dafür dann wieder nicht so wirklich. Abgelehnt. Oh, der ist krass. Das ist ein ordentlicher Keeper. Der könnte was werden. Beim letzten habe ich nochmal Hoffnung auf ein Potenzial, hat er aber nicht. Und damit sind wir da auch wieder durch. Lernanzeigen. Ich kann jetzt zum Stürmer machen, jetzt hat er 59 bekommen. Oh, krass. Hat sich gelohnt. Vielleicht mal so kurz reinschauen. 40. Ja, der muss halt Stürmer werden. Sag ich dir, was ist? Der muss Stürmer werden. Offensiver spielen. Boah, der kann aber auch Stürmer. Der hat zwar nicht das krasse Potenzial, aber der hat schon ein ordentliches Rating. Die kann ich direkt freigeben. Auch dem kann ich mal einen Entwicklungsplan geben. Gleiches gilt für ihn hier. Der muss eigentlich auch Stürmer machen. Egal, ob er das will oder nicht. Ich bin auch gespannt, wo wir in der Liga stehen. Ja, sehr wichtig. Den schon mal für 2 Jahre verliehen bekommen. Sivon Wagner Kurzleihe, passt. Ist immerhin ein bisschen Sommer wieder weg. Kann sich dann nochmal verbessern. Deren Leihangebot. Interessant. Entwicklungsplan. Ach, der juckt keinen.
Mein Scouting-Update. Ich leider alles ablehnen, glaube ich. Oh, den können wir mal nehmen. Ist aber auch nichts Besonderes, leider. Jawohl, 2 Jahre. Das ist big, dass der verliehen wird. Simon Wagner für 6 Monate. Ist ein bisschen schade, dass ich bei ihm verkackt habe, eine 2-Jahres-Leihe draus zu machen. Trainer des Monats, jawohl. Ja, ich weiß, dass jetzt Karl am Ende der Saison der Vertrag ausläuft. Der ist auch nur hier. Damit er bis da. Ah, hier kann ich nur 1 Jahr so kurz. Ach, wahrscheinlich, wenn der Vertrag zu bald ausläuft, muss ich eine Kurzleihe machen, maximal. Oh. Aber das sind erstmal. Angebot für Rumblebee wird abgelehnt. Hier sind 2 Positionswechseloptionen. Den zum LM gemacht, das ist schon mal richtig big gewesen. Und der zum Stürmer, ja, immerhin plus 1. Kann ich leider direkt wieder freigeben. Jugendscouting-Bericht verfügbar. Das heißt, letztes Mal heißt, ich muss nur die nehmen, die ich will, den Rest kann ich lassen. Ja, nee, den nehme ich doch nicht. Gut. Habe ich hier noch mal was? Nee. Nee. Gar nichts. So. Nein. Das wollte ich nicht. Alexander Schmidt ist auch wieder zurück. 2 Leute sind zurückgekommen. Ist gut zu wissen, die kann ich gleich wieder neu auf die Liste setzen. Nochmal auf die Leiste setzen, den hier auch, den auch und ja, dann passt das wieder. Passt wieder alles. Es ist wohl der Transfer schon über die Bühne gegangen, da die Laie, müsste das sein. Ich glaube, das war's dann jetzt auch erstmal. Ich mache noch die Transferphase zu Ende und speichere dann ab. Am Ende der Transferphase wird abgespeichert. Och, da Freigabesumme. Oh nein. Okay, ich muss bei Batista Meier unbedingt den Vertrag neu verhandeln. Muss bei Batista Meier neu verhandeln gehen. Schnell.
Wo ist Batista Meier? Habe ich nicht gerade vorhin bei dem was gemacht? Er hat gar keine Freigabesumme. Was labert der Vorstand? Der hat ja gar keine Freigabesumme. Ach Mann. Hartlepool United. Interessanter Vereinsname. Wo stehe ich in der Tabelle? Oh, ich bin sogar auf 3. Gar nicht so weit weg vom Direktaufstieg, ne? Bisher. Und die Mannschaft wird immer besser. Ich glaube, Schalke braucht einen Keeper. Die Frage jetzt bei jedem Keeper von mir an. Was ist denn da los? So, der zum Stürmer auf 57 hoch, okay. Und der andere von 40 auf 52. Das ist schon einiges. Ich merke auch jetzt schon wieder, ein paar haben gar kein Potenzial. Ein paar andere sind richtig krass. Zum Beispiel der hier. Das wird der neue Fabio Kohler bei mir. Der wird genauso krass sein. Der sieht auch OP aus. Vielleicht kann der sogar IV. Nee, IV macht bei ihm keinen Sinn. Aber den nehme ich auch gerne so mit als Sechser. Der muss aber auf jeden Fall IV. Das ist mir egal, wenn der ein bisschen dauert, der wird ein IV. Der kann leider erstmal gehen. Der kann leider auch erstmal gehen. Wohl. Ne, den lasse ich mal noch. Aus Prinzip lasse ich den noch. Er hat ein ganz okayes Rating. Mit dem kann man noch 1-2 Millionen verdienen. Wenn man es schlau macht. Sehr schön, nächste 2-Jahres-Leihe. Mache jetzt ganz kurz einfach paar Tage in der Kalendersimulation, damit ich nicht jede Transferanimation mitbekomme. Weil es nervt auch, wenn jeden Tag wieder eine Animation kommt. Jetzt müssten theoretisch wieder so ein Berger ausgeliehen sein, genau. Paderborn möchte mich jetzt kaufen. Nein, danke. Was für Paderborn? Wen hat Real gekauft? Wen hat Real gekauft? Das will ich jetzt wissen. Warum war da ein Bericht für Real? Wo ist der Bericht von Real hin? Ja, er ist weg. Schade. So, jetzt ist neuer Scouting-Bericht verfügbar. Das ist wichtig. Boah, jetzt könnte ich theoretisch Fabio Kohler zurückholen, den richtig teuer verkaufen, ne? Auch nichts mehr Sinnvolles hierbei rausgekommen. Budget haben wir 1 Million. Okay, dann kann ich auf jeden Fall den Scout nochmal Schweiz schicken. Den Scout schicke ich mal nach Österreich. Den hier schicken wir mal nach die Elfenbeinküste. Da gibt es bestimmt auch gute Talente.
So, jetzt Spiel gegen Düsseldorf. Kommt schon, Jungs. Match mit minus 3 war da verletzt. Erstmal gewinnen. Das ist schon mal wichtig. Neueste Gerüchte, Ugemasa zu Florenz. Ah, tatsächlich. Florenz hat halt wirklich ein Angebot geschickt. Meier zu Mittelland. Okay. Nein, danke. Die will ich behalten. Larsson von Schalke zu Rayo Vallecano. Okay, das ist auch nicht schlimm, wenn Burley das nicht zahlen will. Berreton Diaz, Abel Ruiz von Stuttgart zu Brighton, okay. Noch nichts zu Wildes. Oh, Kone von Gladbach zu Newcastle für 60 Millionen. Ja, okay, von mir aus. Kader verkaufen oder Isemi zurückholen. Das ist auch wieder eine Sache, die man machen kann. Oder Isemi zurückholen, das wäre kein Problem eigentlich. Könnte ich easy machen. Der Wert, der ist auch richtig krass. A4 ist dann schon ein bisschen wenig. Da müssen schon 6 dran. Boah, die zahlen halt echt 6. Krass. 6 Millionen, wenn die wirklich 6 Millionen zahlen, dann hole ich gern Onisimi zurück. Sage ich dann nicht nein. Arthur zu Hertha. Okay. Mauro Arambi, wer auch immer das ist, von PSG zu Inter. Oh, es ist tatsächlich passiert. Ich glaube, er ist verkauft. Ich glaube, es ist Caro. Julius Caro. Zu Ude Almeida. Boah. Sind richtig stolz auf meinen Deal, der Vereine. Die haben sich gerade richtig gefreut. Jetzt ist die Frage. Mit 5 Millionen kann ich wahrscheinlich nichts Sinnvolles kaufen. Dann hole ich einfach Olise Emi zurück. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Der hat jetzt auch schon eine 75. Gebe ich ihm hier einen guten Entwicklungsplan. Wo er schön die Pace upgradet. Abschluss hat er halt eigentlich schon zu viel, ne? Aber braucht die Pace. Ja, egal. Erstmal verteidigen. Bisschen boosten. Mika hat 84 Abschlag. Was bringt ein Abschlag? Da hat er die besten Abstöße der zweiten Liga. Okoko ausgeliehen zu Udinese. Interessanter Transfer. Jetzt muss ich aber Olisemi noch auch richtig reinsetzen hier. Dass die verstehen, dass Olisemi hier spielt. Nicht irgendein random. Warum hat denn der 7-Bissigkeit? Ach, Gurke. Tierney für 52 Millionen von Dortmund zu Lazio. Okay. Ja. Adeyemi von Dortmund zu Everton für 56 Millionen. Der Bartscher will mich kaufen. Nein, danke. Alles gut zu wissen, jetzt hab ich gerade erfahren, anscheinend hat jemand denn einen freien Spieler angesprochen.
ich mal holen wollte. Boah, sind die Marktwerte krass gestiegen hier. Dietra, Scott. Scott kann ich auch mal streichen. Den hier will Toronto holen. Sollen sie? Den will keiner. Und das ist, die spielen wirklich alle sonst immer noch bei Bochum. Nicht ganz alle. Einige sind halt auch schon bei mir. Aber ja. Die restliche Zeit kann man schön überspringen. Passiert eh nichts mehr. Und jetzt kommt Monatsbericht. Bla 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 bla. Und jetzt wird abgespeichert. Speichern und beenden. Dresden Karriere Stream. Bam. Abgespeichert. Und das war's für heute. Tschüss.